Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchte ich doch gerne einmal darauf eingehen, wie wichtig Huminstoffe im Aquarium eigentlich sind, wo sie herkommen, wie ihr euch selbst Huminstoffe in euer Aquarium hinzugeben könnt und noch einiges mehr. Also bleibt doch dran, das wird sicher spannend, wenn wir der Sache in diesem Video auf den Grund gehen werden. Das erste, was uns auffallen wird, wenn wir an Huminstoffe denken, ist natürlich die Einfärbung unseres Wassers, wie wir hier sehen können, eine leichte bernsteinartige, fast schon teeartige Farbe, die allerdings die Wasserklarheit nicht beeinflusst. Das heißt, das Wasser ist genauso klar und durchsichtig wie vorher, aber eben im Farbton etwas ins Bräunliche übergehen. Man sagt ja auch Schwarzwasser-Aquarium oder auch generell Schwarzwasserflüsse, denn die heißen so, weil dort sehr viele Huminstoffe in der Natur vorkommen und dadurch das Wasser sehr dunkel ist. Und natürlich ist jetzt die 1-Million-Euro-Frage, wo kommen diese Huminstoffe eigentlich her und brauche ich die wirklich in meinem Aquarium? Und die Antwort auf beides werde ich dir jetzt geben. Und zwar zum einen kommen die Huminstoffe in der Natur wie auch im Aquarium, bei mir zumindest, von abgestorbenen Pflanzenresten, wie hauptsächlich Gehölzen, Laub oder auch Ähnlichem, was in einem Gewässer landet und dann über die Zeit sich zersetzt und die Huminstoffe sozusagen frei werden. Wenn ihr beispielsweise schon mal eine Art Holz in euer Aquarium eingegeben habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es etwas ausblutet sozusagen und das ist eben das, was man als Huminstoffe betrachtet. Oder auch Huminsäuren, die, und das kann ich jetzt an der Stelle direkt beantworten, im Aquarium dahingehend wichtig sind, dass sie sehr antibakteriell wirken, den pH-Wert und auch die KH senken, da es sich eben um Säure handelt und nicht zu vergessen natürlich auch Fungizid, also gegen Verpilzung hilft, wie beispielsweise Laichverpilzung von Fischeiern, aber auch den Fischen im Allgemeinen. Von daher habt ihr auf jeden Fall keinen Fehler gemacht, wenn ihr euch in eurem Aquarium Huminstoffe einbringt. Hier haben wir beispielsweise bei mir ein Gehölz im Aquarium, so eine Weinrebe, eine hölzerne, die auch über die Zeit Huminstoffe abgibt. Aber wie meinen Abonnenten vielleicht auch schon bekannt ist, habe ich nicht nur eben Gehölz im Aquarium, um nicht zu sagen, das ist jetzt das einzige Holz, was sich in diesem Aquarium befindet, sondern die meisten Huminstoffe stammen tatsächlich hier von meinem Bachlauf, der sich hier erstreckt über die komplette Breite meiner beiden Aquarien. Und wenn ihr mir jetzt folgt, können wir gemeinsam einmal sehen, wie auf dem Weg des Baches eben verschiedene Produkte in das Aquarium eingebracht werden, wo es dann am Ende hier eben herunterläuft bei meiner Art Wasserfall. Hier aus der erhöhten Position können wir uns jetzt einmal ansehen, wo der Bachlauf entspringt, nämlich hier an der Quelle, wo wir auch schon etwas Holz sehen. Und hier läuft er dann entlang bei all meinen tropischen Regenwaldpflanzen, dem Philodendron, der Monstera und noch einigem mehr und dort hinten dann wieder herunter. Und wenn ihr es genau wissen möchtet, das hier ist unter anderem die Kletterfeige, das hier. Dann haben wir hier noch einige von diesen schönen UFO-Pflanzen, die ja auch bekannt sind als die japanischen Kleingeldbäume, wegen der kleingeldartigen Pfennigform. Und natürlich vieles mehr, eben wie die Monstera, mein Fensterblatt. Dann hier diese Kletterpflanzen, die philodendronartig sind und etwas Spießmoos. Und aufgrund der schieren Menge an Pflanzen lässt es sich nicht vermeiden, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass hier mal das ein oder andere Abgestorbene mit dem Wasser unten in meinem Aquarium landet. Und unter anderem eben Wurzelmaterial und Ähnliches, was sich dann ablöst, im Wasser landet und dann die Huminstoffe, Huminsäuren freisetzt, sodass wir am Ende dadurch eine Anreicherung haben eben mit diesen Stoffen im Aquarium und dadurch auch diese leicht bräunliche Färbung zustande kommt. Ein kleiner Abstecher in die Küche, um etwas Wasser zu holen für das, was ich euch gleich zeigen werde. Nämlich wie ihr eure eigenen Huminstoffe, sagen wir mal, farben könnt und die dann eben verwenden könnt. Also gehen wir nun zurück zum Aquarium und ich zeige euch das. Wenn ihr jetzt also in eurem Aquarium auch gerne die Konzentration von Huminstoffen steigern möchtet,
dann habt ihr im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Unter anderem ist allgemein so die Tendenz dazu, dass man entweder Seemandelbaumblätter, diese großen hier, verwendet oder auch Erlenzapfen oder ähnliches. Eben Dinge aus der Natur. Natürlich, wenn ihr sie kauft, könnt ihr euch in Anführungszeichen sicher sein, dass die dann frei von jeglicher anderer Kontamination sind. Aber sagen wir mal, wenn ihr jetzt getrocknetes Laub wie dieses Blatt hier habt, könnt ihr das eigentlich auch ohne weiteres in eurem Aquarium einbringen, damit die Konzentration mit Huminstoffen steigt. Aber natürlich gibt es auch flüssige Präparate, die man dann mit einer Pipette hereinträufelt. Wenn ihr jetzt natürlich nicht unbedingt irgendwelche pflanzlichen Reste in eurem Aquarium voll, zeige ich euch gerne einmal, wie ich das jetzt hier die Huminstoffe freisetzen werde in diesem Gefäß. Und zwar kommt hier jetzt mein Gefäß mit Wasser zum Tragen, was ihr ja eben gerade schon gesehen habt, wie ich es eingefüllt habe. Regenwasser wäre vielleicht besser aufgrund des wenigeren Kalkgehalts. Denn ihr dürft nicht vergessen, im Wasser sind noch andere Dinge, die in eurem Aquarium die Konzentration ändern. Aber wenn ihr das nun nehmt und das dann hier hereinsetzt, dann ist es nur eine Frage von Stunden bis Tagen, bis aus diesem Blatt beispielsweise all die Huminstoffe freigesetzt werden. Und das sieht man eben durch diesen braunen Schleier, der sich dann bildet. Hier jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig auf die Schnelle, aber über die Zeit mit Sicherheit. Und wie erwähnt, könnt ihr dafür Laubblätter nehmen, solange sie getrocknet sind. Oder auch andere abgestorbene Reste von euren Pflanzen, beispielsweise euren Zimmerpflanzen. Und nachdem das also dann einige Zeit durchzieht, sozusagen wie beim guten Tee, könnt ihr dann eben das, was ihr an Flüssigkeit habt, verwenden, um eurem Aquarium Huminstoffe zuzuführen, ohne dass ihr irgendwelchen Dreck hier hereinwerft, so wie ich. Wobei Dreck natürlich immer eine Frage der Perspektive ist. Denn eigentlich gibt es in der Natur keinen Dreck in dem Sinne, sondern alles hat irgendeine Art von Zweck. Und der Zweck von diesen abgestorbenen Resten ist eben halt die Freisetzung von Huminstoffen, Huminsäuren, wie ihr sie auch nennen möchtet. Wobei ich an der Stelle sagen kann, meines Urteilsvermögens nach ist hier eigentlich schon eine relativ gute Konzentration mit Huminstoffen.